Hallo Kids, ein paar Fragen zum Beginn. Gibt es bei uns Spieler, die weniger gut Fußball spielen können als die Gegner? Ich bin mir sicher, nein. Außer du nimmst das Training nicht ernst genug und versuchst nicht immer, die Übungen ordentlich zu machen. Gibt es bei uns Spieler, die nur einen Fuß zum Laufen haben oder deutlich langsamere Füße haben? Im Prinzip nein. Was brauchst du aber? Vor allem Laufbereitschaft und den Willen, dass du für deine Mannschaft in Ballbesitz kommst oder bleibst. Dazu ein paar Fußballgrundsätze. Im Fußballspiel gibt es eigentlich nur zwei verschiedene Situationen. Offensiv bedeutet, dass wir im Ballbesitz sind. Und defensiv heißt, wenn der Gegner den Ball hat. Was wollen wir denn nun beim Fußball? Natürlich den Ball. Denn nur das Team, das im Ballbesitz ist, kann ein Tor erzielen. Offensiv bedeutet also, wir sind im Ballbesitz. Wie bleibt dein Team im Ballbesitz? Durch Dribbling oder Passen? Erste Frage. Wann darfst du dribbeln? Natürlich immer, wenn du den Ball dabei nicht verlierst. Aber es gibt ein paar einfache Regeln, die dir helfen. Wann musst du dribbeln? Im 1 gegen 1 in der Nähe des gegnerischen Tores, vor allem wenn keine Mitspieler in der Nähe sind. Das siehst du auf unserem Spielfeld bei der Nummer 2 gezeichnet, links. Wann sollst du unbedingt dein Dribbling beginnen, um die Spielsituation leichter zu lösen? Zunächst mal in Gleichzahl, zum Beispiel 1 gegen 1 natürlich, und auch 2 gegen 2, das siehst du auf der Grafik rechts unten bei 3a, oder auch in Überzahl, 2 gegen 1 oder 3 gegen 2, das siehst du rechts oben bei 3b. Wann ist ein Dribbling ziemlich sicher ein Ballverlust? In Unterzahl 1 gegen 2 oder sogar 1 gegen 3. Das siehst du links am Feld gezeichnet. Warum ist in Unterzahl dann automatisch ein Pass besser? Weil es dann mindestens einen Mitspieler gibt, der ohne Gegenspieler ist. Das siehst du in der Grafik rechts gezeichnet. Musst du das Dribbling unbedingt beenden, also durchziehen? Das kommt auf deine Mitspieler an. Und wer hilft dem Spieler am Ball? Jeder Mitspieler, der sich gut frei läuft. Wie läufst du dich gut frei? A. In den freien Raum, also wo kein Gegenspieler ist. Das siehst du links unten in der Grafik. B. Mit Hinterlaufen. Aber bitte in den freien Raum, also weg vom Gegner. Das siehst du in der Grafik links oben. Ein sehr wirkungsvolles Freilaufen ist in den Rückraum in Tornähe, statt zu nahe zum Tor, wo auch der Tormann eingreifen kann. Das siehst du rechts in der Grafik bei 8c. Und natürlich muss ein Freilaufen schnell passieren. Was ist mehr, 1 oder 2? Natürlich 2, oder? Einerseits, wenn 2 Spieler in der Nähe des Balles sind, wenn wir Druck erzeugen wollen. Und vor allem, wenn du den Ball hast, spiele bitte mit 2 Füßen. Warum? Wenn du nur mit einem Fuß spielen willst, verlierst du Zeit und irgendwann dadurch den Ball. So, jetzt hatten wir offensiv. Defensiv ist also, wenn die Gegner den Ball haben. Wie kommen wir denn überhaupt in Ballbesitz? Und wie viele Spieler müssen defensiv spielen? Eigentlich alle, aber mindestens so viele, wie Gegner in der Nähe unseres Tores sind. Das siehst du in der Grafik am Spielfeld. Wie spielen wir defensiv? Durch Decken oder Attackieren? Wie deckst du richtig? Je näher beim eigenen Tor, desto näher beim Gegner.
Denn wenn der Gegner weiter weg ist, haben wir mehr Zeit zu reagieren. Und so, dass du dem Gegner den Weg zu unserem Tor versperrst. Das siehst du auf der Grafik sehr gut. Später, wenn die Abseitsregel dazukommt, wird sich das dann ein bisschen ändern. Wer attackiert den Spieler mit Ball? Immer der, der am nächsten ist. Und die Abschlussfrage, warum gibt es im Moment noch weniger defensive Regeln für euch? Ganz einfach, weil wir hoffentlich öfter am Ball sind als die Gegner. Danke für deine Aufmerksamkeit.